Okay, also damit ich das richtig verstehe. Der Comcast-Typ warf seine Tasche mit einem entrüstenden Knall auf den Boden. Sie haben mich hierher gerufen, weil Ihr Telefon das Wi-Fi von jemand anderem empfängt. Ja, sehen Sie. Ich holte mein Telefon heraus und tippte auf das Wi-Fi-Symbol. Zwei Netzwerke wurden angezeigt, mein eigenes und ein Netzwerk namens Trees 4456. Sehen Sie das? Das ist nicht meins. Er starrte mich an. Dann sprach er langsam und leise, als ob ich ein 70-Jähriger wäre, der das Internet nicht versteht. Es ist wahrscheinlich das Telefon Ihrer Nachbarn auf der anderen Straßenseite. Sehen Sie, Ihr Telefon empfängt jedes Wi-Fi in Reichweite. Nein, nein, das Haus gegenüber steht seit Jahren leer. Die nächstgelegenen Nachbarn sind die Chans und die sind mindestens 3 Meilen entfernt. Ich sollte rein technisch doch kein anderes Wi-Fi als mein eigenes empfangen können. Ja, dann vielleicht jemand, der vorbeifährt. Ein mobiler Hotspot oder so. Nein, es ist doch jedes Mal das gleiche Netzwerk. Gerade ist auch niemand außer Ihnen und mir hier. Wenn jemand vorbeifahren würde, wäre sein WLAN ja genauso schnell wieder weg, wie es kam. Ich seufzte und trat näher an ihn heran. Ich hatte das Gefühl, dass ich hier den Job machte, für den er bezahlt wird. Hören Sie, können Sie es nicht einfach loswerden? Ich möchte nicht dafür bezahlen müssen oder so. Okay, ich werde nachsehen, ob Ihnen etwas verrechnet wird. Er holte sein Telefon heraus. Nach ein paar Fingertipps sagte er: Nein, Sie sind es nicht. Dieses Internet läuft nicht unter Ihrem Namen. Okay, soweit so gut. Aber Sie können es nicht loswerden. Er lachte. Nein, tut mir leid. Ich weiß nicht einmal, wo es ist. Verdutzt und ungläubig sah ich den Mann an, der meinem Problem gegenüber so gleichgültig auf mich wirkte, dass ich schon bereute, ihn überhaupt herbestellt zu haben. Mit ihm zu argumentieren, würde wohl aber keinen Sinn machen, erkannte ich schnell. Resigniert seufzte ich auf. Ist schon in Ordnung. Nachdem er gegangen war, holte ich mein Telefon heraus. Tippte auf Wi-Fi. Da war es. Es verhöhnte mich. Trees 4456. Es war auch gar nicht so weit weg. Das kleine Wi-Fi-Symbol hatte einen weißen Bereich am unteren Rand, der anzeigte, dass es definitiv in Reichweite war. Vielleicht kommt es ja doch aus dem verlassenen Haus. Nur, warum sollte dort ein Router stehen, wenn es meines Wissens nach nicht einmal mehr funktionierenden Strom darin gab? Ich zog mir meine Jacke an und ging hinaus in den Garten. Die Sonne war gerade in ihren letzten Atemzügen, die Felder lagen leuchtend orange und saphirblau in der Dämmerung. Die Straße war menschenleer. Auf der anderen Seite erhob sich das verlassene Haus. Das Holz verrottet, die Ziegel zerbröckelt, die Fenster waren in zerklüftete Stücke zersplittert, die wie Zähne aus dem Fenster ragten. Als ich auf mein Handy sah, sah ich, dass der Empfang von Trees 4456 jedoch um 2 Striche abgenommen hatte, als ich vor das andere Haus getreten war. Seltsam verwirrt machte ich kehrt und ging zurück in mein Haus. Hier gab es wieder besseren Empfang. Doch dann wurde ich stutzig und zweifelte kurzzeitig an meinem eigenen Verstand. Trees 4456 hieß plötzlich nicht länger Trees 4456. Es hieß Joshua. Mein Herz begann zu klopfen. Mein Name ist Joshua. Ich klappte das Schloss der Türe zu und ging zurück ins Haus. Okay, vielleicht ist da draußen ja wirklich jemand mit einem Hotspot. Sie sehen mein Netzwerk und haben den Namen in meinen geändert, nur um mich zu erschrecken. Wahrscheinlich nur ein Teenager. Diese Rotzkinder heutzutage. Ich holte mein Telefon wieder heraus. Das Symbol neben Joshua war fast vollständig weiß. Das Signal wurde immer stärker und besser. Was zur Hölle?
Ich ging durch das ganze Haus auf der Suche nach der Quelle des Netzwerks. Durch die Küche, das Wohnzimmer, im zweiten Stock durch das Schlafzimmer, das Bad und sogar das WC. Und beobachtete dabei stets die kleine Anzeige. Als ich durch den Flur im unteren Stockwerk ging, blieb ich plötzlich abrupt stehen. Das Wi-Fi-Signal für Joshua war hier an einer bestimmten Stelle auf voller Stärke. Direkt vor der Kellertreppe. Ich blickte gedanklich durch die Türe hinunter in die Finsternis meines eigenen Kellers und umklammerte das Telefon. Jede Faser meines Körpers schrie mich an, nicht blöd da herumzustehen, sondern 9/11 anzurufen. Eine neue Benachrichtigung. Mit Netzwerk Joshua verbunden. Ich wischte die Benachrichtigung weg und tippte auf das Telefonsymbol. Die Welttastatur für Rufnummern wurde angezeigt. 9/1. Aus dem Keller hörte ich durch die Tür ein Geräusch, als ob etwas aus einem Regal fällt. Gleichzeitig flimmerte der Bildschirm auf meinem Handy auf. Dann wurde er schwarz. Nein, 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 nein! Ich tippte panisch auf das Gerät, schüttelte es, hielt die Einschalttaste gedrückt. Nichts. Da, komm schon! Rief ich, während ich mich instinktiv rückwärts von der Treppe entfernte. Es ist jemand im Haus. Ein Geräusch auf der anderen Seite der Kellertür. Jemand schlug gegen sie. Ich rannte in die Küche. Mein Herz pochte. Tränen stiegen mir in die Augen und mein Puls lief auf 180. Da habe ich es gesehen. Mein altes Telefon. Meine Kinder hatten mir immer gesagt, dass es eine Platzverschwendung sei. Unnötig in dieser technologischen Welt. Aber ich war noch nie jemand, der darauf gehört hat. Ich nahm den Hörer ab. Das Freizeichen klang in meinen Ohren. Ich klopfte auf die Tasten. Und dann hörte ich diese wunderbare Stimme. Hallo, 911, was ist Ihr Notfall?